Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Ich habe noch mal geguckt gehabt. Es kann sein, dass ich irgendwie hier in Wayrest was vergessen habe. Wo war denn das jetzt? Woodburn Hall. Will ich da noch mal hinreisen? Ich habe da definitiv was vergessen, übersehen, nachdem wir Woodburn getötet haben. Das würde ich gerne abholen. Und kann sein, dass wir deswegen nicht weiterkommen. Würde ich nur das eben schnell holen wollen. Alter, was? Okay, nochmal. Dann reisen wir vielleicht erstmal nach Knightsboro. Knightsboro, genau. Ah, ich muss wieder hunten. Ja, gut. Näht das. Das erklärt auch, warum ich hier gerade nichts erreicht habe. Da sind Menschen. Also, dass ich gerade so schnell gestorben bin. So, dann können wir wieder. So, dann sind wir wieder soweit. Dann können wir jetzt hier hin. So, da haben wir den Eingang. Und rein. Dann machen wir hier nochmal ein Save Game auf die 2. So, aua. Jo, das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mal alles mit. Wie sieht's jetzt noch aus? Wo war denn der Weg bis nach Woodburn? Irgendwo da oben auf jeden Fall. Der ist mir egal. So, das nehmen wir auch noch mit. Und dann schmeißen wir gleich den Schrott weg. Habe ich kein Problem mit. Und da gab es irgendwo etwas, was wir vergessen haben, übersehen haben. Brief. Der ist für die questorkische Emanzipation ja wichtig, wenn wir vorankommen. Ja, ernsthaft jetzt? Alter, nee. Wie lange muss ich jetzt dagegen hauen hier? Alter, was? Geht das nicht irgendwann auf? Wie lange soll ich noch dagegen hauen? Ja, komm, bitte. Geh doch irgendwann auf. Alter. Weh, du zauberst. Alter, was? Übertreib nicht. Warte, wo war denn das? So. Oh. Okay, das funktioniert auch. Picking hat also auch. Ja, ja, equip, equip. Save Game, schnell, schnell, schnell. Wir haben was gefunden. Dann machen wir die hier auch nochmal. In der Hoffnung, dass die vielleicht was. So was in der Richtung haben. Wir haben der drittes Helm. Ja, komm. Leder machen wir weg. Kette machen wir weg. Iron machen wir weg.
Also Leather, Leather, Steel, Leather, Leather, Iron, Leather, Steel, Steel, Steel. So, dann können wir die hier auch wegschmeißen, die brauchen wir nicht. Sonst hat der hier jetzt... Der hier hat sonst nichts. Ebony Katana, das nehmen wir mal mit. So, dann war das... Wo war denn das? Das wisst nicht. Genau hier war das und dann hier geradeaus. So, was hat die hier? Nehmen wir erstmal nur Gold mit. So, den Dude auch noch. Adamantium, Adamantium, Gold. Autsch. Jo. So, das nehmen wir mit. Glaub, den Stil können wir auch noch weglassen. So. Jo. Kommt der denn her? Alter, schreck mich nicht, Silber nehmen wir mit. Können wir hier einmal das machen? Jo. Gold. Never, nee. Aber immerhin haben wir das. Ich hätte jetzt gerne lieber eine andere Variante davon gehabt. Aber... Ja, jetzt fehlen uns noch 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Und dann müssen wir hier nochmal schauen. Wir müssen ja... in den Bereich da hinten. Das heißt... Ja, achso, ich drücke das Falsche. Autsch. So, das nehmen wir mit. Ja, lassen wir mal. Machen hier auch nochmal ein Safe Game. Und dann hier hin. Genau. Und dann war das irgendwo hier nach oben. Genau, hier geradeaus durch und dann nach oben. Gehe ich mal von aus, dass es da war. So, ich hoffe, der hat auch jetzt, was der drin ist. Ja, leider nicht. So, komm. Der hat aber lange gebraucht jetzt. Okay, die wirklich wertvollen Sachen sind aber jetzt noch nicht da. So. Ist das hier jetzt... Ja, hier ist der richtige Weg. So, weg mit dem Zentauren. So, den Riesen weg. Hier noch eine Tür irgendwo. Genau, hier war ja der Woodburn oder die Woodburn. Da muss hier doch irgendwo irgendwas rumliegen, ein Item oder so. Oder nicht? Oder eher hier. Autsch. Okay, der hat mich erwischt. Ah ja, stimmt, hier.
Müssen wir jetzt noch kurz eben nach unten. Da kommt jetzt, glaube ich, irgendwas noch entgegen. So. Ebony Gauntlets und hier Mithril. Das ist 15 und hier 17. Ziehen wir die mal an. Ist besser, wenn wir jetzt schon mal sowas haben. So, jetzt sind wir hier. Geheime Tür. Müsste hier das nicht gewesen sein? Oder hier unten vielleicht? Jo. So, das nehmen wir mit. Motion of Levitation wäre eine Idee. Müsste ich hier nicht irgendwas rumliegen? Irgendwas, das wir brauchen? Hier unten vielleicht? Jo, erschreck mich genau. So, die nehmen wir auch schon mal mit. So, die sind jetzt hier auf Info drücken. Armor Rating, Condition New. Okay. Aber dann würde ich eher die hier mal anziehen, aufsetzen. Ah, da ist es. Das war das. Das war das Ding. So, das nehmen wir mit. Gibt gut Geld. Haben wir gefunden. Das kann weg. Das können wir mitnehmen. Dann haben wir das jetzt. So, das ist das hier. Letter, I doubt it. The problem is raw physical power. I do not have a standing army. I need the gold to raise. Page 7. From childhood. I know that Godfrey would not refuse his aid, but I must bide my time to ask. After all, Elisana is still Hyres of Varus and I am her betrothed. So it should be that when Edwyre dies, which he is bound to do, sooner rather than later, I will be king. If it weren't for that bitch queen and her brats, I would and could be patient, never trust a dark elf. The old saying goes, for you cannot read truth in their eyes. If Barencia has her way, Helseth will be here and Elisiana will be married off to some far-off kingdom. Morgia is already promised to the Hire of Firsthold, but they keep her around to spread the poison against Elisiana, and especially me. Barencia doesn't trust me. This I can tell. I will deal with her just as I did with Lysandus. The fool should have agreed to support me. Godwog and his orcs almost saved him. I'll deal with those subhumans once I sit upon the throne of Varus. First, it is important to solidify my power base. I can almost certainly rely on Godfrey to support my bid for the throne. If Helseth is made here, I have a spy network acquiring Edwyre, Godfrey, Akoriti, or the Emperor. Perhaps the Necromancers and the Underkings networks are more extensive, but I doubt it. The problem is raw physical power. I do not have a standing army. I need the gold to raise. Das ist das, was wir gebraucht haben. Was ich vergessen habe. So, schauen wir mal hier, was es hier sonst noch gibt. Den haben wir erledigt. So, mal gucken. Ebony Longsword nehmen wir mit. Okay, die nehmen wir auch mal mit. Die Potions. Dann vielleicht einmal kurz den hier. Okay, wer kommt? Wer ist denn da?
Ah. Modester Halfsmith said I find you here. Die, Morkotchen. Ah. Hier, wollt ihr nicht gegeneinander kämpfen? So, dann nehmen wir das mal mit. Was gibt's denn hier alles? Nichts. Was hast du so für mich? Levitation. Das nehmen wir mit. So, dann können wir jetzt zu Ende resten. Und machen hier auch nochmal ein Safe Game. So, das nehmen wir mit. Gehen wir mal hier weiter, gucken, wo wir jetzt am besten rauskommen. Ich hoffe, wir finden wirklich noch ein bisschen mehr derische Items jetzt hier durch. Vor allem auch, weil wir unser Glück ein bisschen erhöht haben. Achso, hier sind wir jetzt wieder. Ja, okay, gut, dann können wir auch wieder gehen. So, genau hier geradeaus durch. Hier. Aber dann haben wir das. Die ist mir jetzt... nein, 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 nein. Aua. Okay, egal. Dann gehen wir raus. Wir haben alles, wofür wir hergekommen sind. So. Dann erst einmal... hier genau, Osimio Area. Wo haben wir die nächsten? Wir gehen mal nach Ripford. Können da auch ein bisschen verkaufen gehen. Und es ist Winter. Es ist schon wieder Winter, nice. Was sagt die Uhr hier? 11.54 Uhr. Schauen wir mal, was das hier für Läden gibt. Hier vorne haben wir direkt einen Waffenladen, nice. So, dann können wir ihm den ganzen Stuff hier verkaufen. Was haben wir sonst so? Ach, im Wagen haben wir nichts. Gut. 93.000 kriegen wir dafür. Jo, nehmen wir wohl. Aber sonst hat er hier nichts, was ich haben will. Nope. Schari. Aber wir haben doch noch irgendwas anderes auf Tasche, oder? Abgesehen von den Potions. Den hier genau. Wenn wir den auch noch verkaufen gehen. Aber wir haben jetzt das eine Item, was wir brauchen für die Quest Orkische Emanzipation. So, kann ich hier dem das da verkaufen? No, kann ich nicht. Schade. So, dann da vorne nochmal. Da ist wieder ein Juwelier. So, was gibt's denn sonst? Ach, hier sind wir schon am Laden. General Store. Können wir dem das in die Kette verkaufen? Der hat sonst auch nichts. Egal, wir haben eh nicht genug Geld mit. Wir suchen jetzt einfach nur den einen Fun-Shop. So, hier hinter. General Store wieder. Ich brauche trotzdem einen Pfandladen. Da hinten. Da müssen Pawnshop sein. So, wo ist denn der Kreismarkt hier? Hier.
Juwelier, Waffen, General Store, nochmal Rüstung, General Store. Der hat hier im Kreisverkehr keinen. Okay, dann müssen wir da nochmal gucken. Bücherladen. Das ist bestimmt Kräuter, oder wir gehen einmal kurz rein. Ein Kräuterladen oder Bücherei. General Store, der hat hier bestimmt gar keinen Pawnshop. Where is Pawnshops, genau. Danke. Die hat mir das jetzt gezeigt. Ah, da unten. Okay, wo ist denn das andere? Auch im Süden. Die Richtung. Dann können wir da es verkaufen. Egal, dann gehen wir einfach zu dem Laden, der jetzt markiert ist. Das ist schneller. Verkaufen die eine Kette eben da. Und dann gehen wir nach Osinium. So, wir sind schon zu weit. Da ist er, da haben wir den. So, guter Mann. Ich hab hier was für dich. Holy Relic. So kann ich den nicht hier verkaufen. Okay, kann ich nicht verkaufen. Gut, dann gehen wir direkt nach Osinium. So. Ox have trampled the ground here. Ja, das denke ich mir schon. Vor allem ist es jetzt 7.12 Uhr, früher Morgen. Es ist Winter. Und dann besuchen wir mal Gothrid. Beziehungsweise machen hier auch nochmal ein Safe Game. Auf die 2. Ja, komm. Mach nicht so, Bruder. Was willst du? Ja, wir nehmen jetzt erstmal nur den guten Stuff mit. This information is quite valuable, Max. Let me give you with 691 gold for giving it to me. This will be quite handy in the coming conflict. Die habe ich jetzt bekommen. Weiß ich nicht. Da kommt der Dude jetzt, okay. Und hier. Ja gut, dann Orksche Emanzipation haben wir jetzt auch durch. Sonst passiert hier jetzt nichts. Wollen wir vielleicht nochmal hochgehen, gucken. Wir waren ja schon mal hier oben. Oder waren wir gestorben? Und dann nicht mehr hochgegangen. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht mehr. Aber wenigstens haben wir das jetzt erledigt. Der wird sich bei mir melden, definitiv. Wie sieht es denn hier aus? Ah, das eine ist schon erledigt hier. Okay, die Quest ist durch. Immerhin. Dann reisen wir jetzt mal wieder zurück nach Daggerfall. Unsere Kohle da rausschmeißen auf, in der Bank. So. Genau. Einfach zur Bank und dann einlagern. Es ist 7.12 Uhr.
die Banken da oben. Da haben wir eine. So, da ist es. Und es ist gut. Dann müssen wir hier nochmal 3 Stunden warten. Dann machen die gleich auf. So, dann können wir hier alles reinschmeißen. Genauso wie dass die 17.637. Nice. Geld ist wieder voll. Können wir hier auch nochmal gucken, was der so im Angebot hat. Okay, dann gucken wir mal den anderen Laden. Das nicht. Wo war der denn? Da war der. Nee, der hat auch noch nichts, was ich haben will. Nope, der hat nichts. Außer ein Langschwert. Aber den wollen wir ja nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.